So Leute, hier bin ich wieder mal bei einem neuen Video zu Jump Force. Warum ich mit euch Jump Force spiele, sage ich euch natürlich jetzt. Es gibt natürlich auch Mods für Jump Force und ihr kennt mich ja, falls ihr mich schon länger verfolgen solltet. Falls nicht, dürft ihr gerne natürlich noch ein Abo dalassen. Dass ich gerne eigentlich Mods vorstelle. Und ja, heute habe ich hier wieder drei herausgesucht, beziehungsweise ich habe mir alle gedownloadet, alle, die mir wichtig erschienen, die ganz geil aussahen und die gut zu meinem Kanal passen, würde ich mal sagen. Die habe ich rausgesucht, die werden wir nehmen, also nicht heute alle am einen Tag, heute drei, nächstes Video drei, also immer pro Video drei Charaktere. Und ja, ich will einfach mal sagen, ich gehe mal in den Kampf. Wir machen mal erst einen normalen Computerkampf und danach werden wir nochmal alles im Trainingsmodus uns ansehen, weil ja, wir haben ja die ganzen Attacken nicht drauf in einer Runde. Genau, unser erstes Dingen da ist auf jeden Fall Sanji mit, das ist ja eigentlich Logok. Dann haben wir Thanos. Und wir haben dann noch eins, was zu unserem Kanal passt, natürlich Jiren. Und darauf freue ich mich schon mehr oder weniger. Ich spiele jetzt gegen drei Zufällige, ist eigentlich wurscht gegen wem. Und ja, wie gesagt, ich freue mich, diese drei Charaktere zu testen und ich bin gespannt, wie die umgesetzt sind. Jiren, Thanos und Logok. Also es ist aus drei verschiedenen Richtungen. Dragon Ball Z, ich glaube das andere ist Marvel und das andere ist Pokémon. Und ja, also auf jeden Fall sehen die drei Charaktere schon mal richtig, richtig, richtig gut gemacht aus. Das sieht echt gut aus, die drei Charaktere, jetzt schon. Wie gesagt, wir gucken sie uns gleich sowieso noch im Dingens da an. Normalen Modus. Im Trainingsmodus. Ja, Logok ist ja eigentlich auch so ein Kicker, ne? Okay, das sieht cool aus. Können wir mal wechseln. Thanos sieht auch richtig geil aus, dass der Handschuh so leuchtet. Das ist cool. Das ist richtig geil. Es ist ja eigentlich Blackbeard. Klar. Aber trotzdem richtig, richtig gut umgesetzt. So, erste Runde haben wir dann schon mal gewonnen. Wir gucken uns doch jetzt gleich erstmal Jiren an, will ich sagen. Und zack. Oh, sieht das geil aus. Mir gefällt das. Jiren sieht auch richtig gut aus. Ich habe dieses Spiel schon lange nicht mehr gespielt. Ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht böse. Deswegen habe ich auch die Computerstärke so schwach eingestellt. Und ja. Oh, nice. Das ist cool. Alter. Also ich sag mal so, für Jiren ist er sehr gut umgesetzt, der Charakter. Und tschüss, Prometheus oder Prometheus oder wie auch immer. Das waren die drei. Ja, natürlich werden wir jetzt noch kurz im Trainingsmodus damit gehen und nochmal alles genau zeigen. Und ja. Also mir gefallen die richtig. Schreibt gerne in die Kommentare, wie ihr die drei Charaktere findet. Wir werden natürlich noch mehr davon zeigen. Natürlich, wenn ihr das möchtet, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Vielleicht ein Abo, wenn ihr möchtet. Um natürlich in Zukunft nichts mehr zu verpassen. Und ja. So, wir gehen in Training und zeigen diese drei geilen Charaktere nochmal.
So, einmal Logok, einmal Thanos und dann zum Schluss unseren Jiren. Und ja. Genau, ich hatte eigentlich auch schon mal ein paar Mods gezeigt. Es kann jetzt sein, dass sie mal doppelt kommen. Ja, das müsst ihr mir dann aber auch halt nicht böse nehmen, weil, ja, wie gesagt, diese Mods möchte ich jetzt nochmal alle zeigen. Ich habe auch von Fighters jetzt nochmal alle Mods gedownloadet, die ich so zeigen möchte. Deswegen, da werden auch wahrscheinlich nochmal Doppelte kommen. Und ja, das Logo sieht richtig gut aus. Guckt ihr das mal vom Gesicht an. Ich weiß echt nicht, wer so viel Arbeit sich macht für so einen geilen Scheiß, sage ich jetzt mal. So, wir machen mal die Trainingseinstellung. Max, Max, Max. So, als erstes haben wir das Teufelsbein Mountain Shot. Zack. Und dann haben wir ja noch... Ah, geht das hier? Hm. Weiß gar nicht mehr, wie das geht. Ich weiß echt nicht mehr, wie das geht, den Gegner aus der Dingens da aus der Arena kicken. Bin ich zu blöd für. Egal. Ist jetzt auch ehrlich gesagt nicht so wichtig. Genau. Dann haben wir noch das Teufelsbein Shoot. Also diesen Shoot. Also es ist richtig gut umgesetzt für Logok, auf jeden Fall. So, die Wachenanzeige ist ganz normal, habe ich mir schon gedacht. Gucken wir mal, was er für eine Ulti drauf hat, ob die Ulti auch so gut passt. Alter! Also wirklich sehr gut sogar. Also für Logok, also wer ja Logok kennt, ist ja aus Pokémon. Passt das 1A. Dann gucken wir mal, wie das zu Thanos passt. Genau, ich glaube, es ging so. Och, Mensch. Genau, jetzt wusste es wieder. Stimmt. Ups. Aber wie geht er? Guck dir das an, wie er geht. Ach du Scheiße, ey. Das war jetzt das dunkle Ende. Ist auch eine coole Attacke. Ob sie jetzt aber zu Thanos passt, kann ich jetzt nicht sagen, weil ja, ich verfolge, ich glaube Marvel ist das, verfolge ich jetzt nicht wirklich. Au! So, gucken wir mal, ob die Ulti auch gut passt. Scheiße, sieht das geil aus. Alter! Hoffen wir mal, dass mit Jiren auch so gut wird. Aber wir können da mal versuchen. Ach verdammt. Momento. Ich drücke mal viel zu wenig, viel zu kurz. Genau. Alter! Ja, okay, das passt zu Jiren. Alter! Dieses Spiel macht so Spaß. Also eigentlich macht das wirklich noch Spaß. Wisst ihr, wie das aussieht? Ist zweideutig gedacht. Scheiße! Man kann es leider nicht von vorne gucken. Aber egal, ich sag dazu jetzt einfach mal nichts. Genau, dann haben wir noch die Stärker-Move. So, nochmal. Genau, dann haben wir noch den unbesiegbar bist du nicht Move. Genau, dann haben wir natürlich noch die super geile Ult. Also die Jiren sieht auch echt gut aus. Mit einer volle Kraft. 100 von 100%.
Ja, das passt zu Jiren. Alter. Also drei sehr coole Mods, die gefallen mir. Ja, ich werde davon jetzt mehrere Videos noch machen. Heute. Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Und ciao, ciao.